Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Dreamfall Chapters mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge mit Zoe stehen geblieben, haben Makuria verlassen und sind auf der Suche nach der Yaga. Ja, und da werden wir jetzt gleich mal gucken gehen, wo die denn so ist, weil da hinten ist alles noch schön. Ich kann jetzt schneller laufen. Und hier können wir gar nicht mal weiter, aber das haben wir, glaube ich, beim letzten Durchspielen auch schon ausprobiert. Und die Kapuze hat sehen wir auch nur so halb auf. Naja. Jeder wie er mag. Und hier ist es... Also es ist spannend, wie schnell sie dann doch so extrem düster wird. Na, da müssen wir auch nicht unbedingt sitzen. Okay, 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 okay. Und tiefer hinein in den Wald. Ich erinnere mich doch dran, als wir hier mit April unterwegs waren. Heilige Mutter aller Raben! Ich fühle mich nicht sehr willkommen. Ich meine, das ist nicht nur ein schlechtes Zeichen. Das sind jede Menge schlechte Zeichen, alle auf einmal. Eine ganze Wundertüte voll böser Vorzeichen. Hier liegt ein Haufen Steine herum. Greifen wir uns einfach ein und tun so, als wäre es der Seelenstein. Es weiß ja schließlich keiner, wie das Ding aussieht. Tja, Krähe. Ja, ich habe mich gerade eben auch gut erschrocken, aber macht ja nichts. Wenn das dann so mitten im Reden passiert, ich meine, ich weiß, dass hier jetzt nicht viel passieren kann, weil das ist kein Horrorspiel, zum Glück. Obwohl ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, ob man das vielleicht ja irgendwann mal nochmal anfangen könnte, so der zweite Teil von Amnesia. Irgendwie wird es mich ja reizen, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich dazu bereit bin. Aber ihr könnt mir ja einfach mal sagen, was ihr so denkt. Oh, ist ja irgendwas. Hm. Ja. Ob ihr das Ganze sehen müsst. Wieso geht die Tür hier auf? Ich bin froh, dass Krähe bei mir ist. Egal wie nutzlos er manchmal ist. Ich bin wenigstens nicht allein. Und das ist jederzeit besser, als allein zu sein. Krähe ist ganz bleich um den Schnabel. Sogar seine Federn werden blass. Hätte er die Wahl, würde er sicher sofort die Fliege machen. Aber er bleibt bei mir. Tapferer, als ich dachte. Das muss ich ihm lassen. Mhm. Ich bin froh, dass Krähe bei mir ist. Egal, wie nutzlos er manchmal ist. Ja! Wenigstens nicht allein. Oh, mein armes, kleines Vogelherz. Als allein zu sein. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei, Zoe. Ja. Nur weil die Tür jetzt hinter uns zugegangen ist. Also das war noch so irgendwie zu erwarten. Das sieht halt auch alles nicht sehr einladend aus. Na, mal gucken. Jetzt müssen wir es ja bald geschafft haben zu der Yaga. Fort von hier. Dreh um. Komm nicht näher. Tja, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen... Sie ist hier. Sie ist gefährlich. Den Geruch kenne ich. Hundepuh, Weihrauch und faulendes Fleisch. Riecht total nach Hexen. Bilde ich mir das bloß ein oder verändert sich das Licht? Wird es gerade dunkler? Werde ich blind? Hilfe! Hörst du Stimmen? Ich höre Stimmen. Ich mag keine körperlosen Stimmen. Mhm. Körperlose Stimmen sind nie ein gutes Zeichen. Ich habe sie auch schon gehört. So, dann müssen wir nochmal weitergehen. Mal gucken. Da sehen wir so eine Höhle durch... Okay. Noch mehr körperlose Stimme, aber die Tür wird hinter uns nicht zuschlagen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich fühle mich seltsam. Ich habe mich schon mal so gefühlt, als ich im Koma lag. In der Zeit der Geschichten. Ich bin wohl an der Grenze zwischen Wachsein und Träumen. Die böse Hexe ist fort, aber jetzt ist sie hier. Sie wird dich aufessen, so wie sie uns alle aufgegessen hat. Das wage ich zu bezweifeln. Sie hat uns in die Irre geführt, in die Falle gelockt. Sie hat uns gekocht und aufgegessen. Unkraut und Ranken überwuchern alles. Wir sind die Kinder, die nie wieder fortgingen. So, Mama muss mal Platz und dann kommen wir schon rein. Selbst. Geh. Okay.
Ob die Jäger hier wirklich wohnt? Sieht aus wie ein Haus. Ich meine, ein gruseliges Haus. Schon klar, aber im Prinzip bloß ein Haus. Tja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das ein bisschen mehr als nur ein Haus, aber wir werden es ja sehen. Wer stört mich? Wer stört die Jäger? Oh. Okay, vielleicht doch nicht bloß ein Haus. Dann reden wir mal mit dem Haus. Du hast etwas, das dir nicht gehört. Geh weg, Äffchen. Hey, ich bin kein Äffchen. Nicht bevor du mir den Seelenstein gegeben hast. Wir wissen nicht, wovon du sprichst. Wahnsinn. Mein ganzer Körper prickelt. Ich kann etwas ändern. Ich kann diesen Traum manipulieren. Cool. Cool. Es sind 3 Seelen da drin. Aber welche davon ist Jäger? Ich höre mehrere Stimmen. Alle wütend. Es ist so laut, so mächtig. Ich kann nicht weiter zuhören. Sie ist zu stark. Oh! Es bewegt sich. Es bewegt sich. Okay, und es hat Zähne. Die Zähne bewegen sich, sind riesig groß. Das ist super. Wir sind hier am Ende aller Dinge. Oh, wir haben wieder unsere Sonne. Ich habe dich gefangen. Was kann ich jetzt... Lass mich los, du Biest. Sie ist wach. So, vielleicht können wir das hier machen. Autsch! Ich habe dir gesagt. Aber du kannst. Sieh dich nicht um. Es ist zu spät. Na, komm her, komm her. Ich glaube, ich muss irgendwie durch die Tür. Ja, das glaube ich auch. Die Frage ist nur, wie. So, Zeit anhalten. So, wenn wir jetzt nach vorne rennen. Jetzt werde ich speisen. Nein. Zu spät. Aufgegessen. So. Unsere letzte Hoffnung. Verloren für immer. Ich habe dich gefangen. Es ist wie ein Auge, das mich anstarrt. Na, komm hier. So, okay, nochmal. Jetzt habe ich ja raus, was wir tun müssen. Einmal Zeit anhalten. Jetzt werde ich speisen. Na, komm her. Komm her. Jetzt haben wir es doch geschafft. Und drinnen sind wir. War doch gar nicht so schwierig. Und da oben sitzt Krähe. Oh, Zoe. Und jetzt sind wir im Kopf der Jäger. Ich weiß nicht, ob wir da unbedingt sein wollen, aber wir haben es geschafft. Irgendwie. So, und ich glaube, wir haben was getan, was wir tun sollten. Oh, das ist scheiße. Halt mal, der Himmel. Ist das die Zeit der Geschichten? Aber nicht so, wie ich es in Erinnerung habe. Es ist älter. Es sieht viel älter aus. Na gut. Das hier müsste aber der Seelenstein sein, den wir suchen. Aber irgendwie kommt er nicht so wirklich näher. Du bist aber ein schlaues Äffchen. Still, Schwester. Sprich nicht mit ihm. Warte nur, bis es sich im Dunkeln verirrt. Dann wird es schwächer und wir können es verspeisen.
Sicher schmeckt es honigsüß, wie ein Neugeborenes. Unterschätzt es nicht, Schwestern. Irgendetwas ist anders an ihm. Hallo? So, dann gehen wir doch einfach mal weiter und laufen einfach auf das Ding hier zu. Wir müssen doch irgendwann den Seelenstein dann auch kriegen können. Na? Das sieht doch gut aus, nur irgendwie... Vielleicht doch nicht so schlau. Wir haben Hunger. Wir müssen essen. Nicht mehr lang. Du musst müde sein, Äffchen. Deine Augen werden schwer. Schlaf. Wir wachen über dich. Ja, ja, ja. Zeigt euch. Ich habe aber auch nichts, was ich hier irgendwie, benutzen könnte. Aber ich glaube, wir müssen eh erstmal den Dialog jetzt dann noch abwarten. Aber, ja, wir kommen der Sache, glaube ich, langsam näher. So. Schläft es immer noch nicht? Leg dich hin und schließ die Augen, Äffchen. Wir wollen essen. Das könnt ihr getrost vergessen. Oh, es gibt wieder Worte, als hätte es einen eigenen Verstand. Sehr schlaues Äffchen. Es hat Mut. Und noch etwas anderes. Etwas Mächtiges. Ja, wir können was. So, das haben wir wieder gespeichert. Das heißt, es müsste jetzt gleich was passieren. Hoffe ich doch mal. Wenn wir jetzt da sind. So. Das ist es. Hallöle. Du bist eine Träumerin. Und du bist die Weidenhexe. Na. Musst nicht beleidigend werden. Wir sind... Diana. Hier ist noch nie ein Äffchen gewesen. Wir sind neugierig auf dich. Wir? Die Schwestern. Bayeb. Aya. Ja. Bayeb? Aye? Baba Yaga. Älter als die Zeit. Älter als die Erinnerung. Alt wie die Dunkelheit. Immer zu dritt. Nicht immer, Schwester. Am Anfang war Yaga die eine. Doch dann geriet alles aus den Fugen. Licht kam. Welten wurden geboren. Affen vermehrten sich und wurden Legion. Und aus der einen wurden drei. Du kommst von jenseits der Zwischenwelt. Aus einer Welt, in der Maschinen herrschen. Richtig. Aber du bist nicht wirklich hier. Du träumst. Sieht ganz so aus. Wir dachten, es gäbe nur ein träumendes Wesen. Ihr habt falsch gedacht. Ja, scheinbar nicht. Irgendetwas hat dich so gemacht. Das ist interessant, damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir lieben Überraschungen. Was willst du von uns, Äffchen? Den Seelenstein. Ihr habt ihn gestohlen. Lux hat ihn zuerst gestohlen. Es war nur recht und billig, ihn zurückzustehlen. Was willst du mit ihm? Ihn dahin zurückbringen, wo er hingehört. Um Lux zu heilen. Lux ist... Lux ist das erste träumende Wesen. Wir wissen das. Oh ja, das wissen wir. Du erzählst uns nichts Neues, Äffchen. Wir waren da, in der Dunkelheit. In der Zeit, vor der Zeit. Vor all dieser schrecklichen Helligkeit. Bevor ihr Affen alles verdorben habt. Damals hatten wir den Seelenstein. Er labte uns und machte uns stark. Doch Lux nahm ihn, damit Lux träumen konnte. Wir waren da, als Lux den ersten Traum träumte und die Sterne geboren wurden und alles aus den Fugen geriet. Wenn wir dir den Stein geben, schwinden wir aus der Erinnerung. Wir geraten in Vergessenheit. Er ist unser letzter Anker, wenn niemand mehr da ist, der uns verehrt und uns fürchtet. Aber sie verehren euch doch, oder nicht? In der Stadt haben sie Abbilder der Weidenhexe errichtet. Die Weidenhexe. Eine gute Nachtgeschichte. Ein harmloses Märchen für die Kleinen. Keiner fürchtet sich wirklich noch vor der Jager. Unsere Macht ist dahin. Ich weiß nicht. Die Leute brauchen Dunkles. Sie brauchen es, sich zu fürchten. In meiner Welt ist Gruseliges beliebt.
Es gibt Filme, Spiele, Geisterbahnen. Schnickschnack. Wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Wir wissen noch, wie wir uns labten. Unsere Bäuche gebläht von Fleisch und Furcht. Naja, Dinge ändern sich. So ist das eben. Vielleicht sollten wir dich doch lieber verspeisen, statt dir den Seelenstein zu geben. All deine köstlichen Erinnerungen, deine Träumkräfte. Deine Seele wird uns warm und satt halten. Na, das hilft ja auch keinem. Helfen? Wie kommst du darauf, dass wir helfen? Wir schulden dem Universum nichts, Äffchen. Wir schulden Lux nichts. Warum sollte es uns kümmern, wenn der Traum endet? Lass uns doch ein winziges Häppchen von dir kosten. Zeig uns, wie du schmeckst. Was bietest du uns an? Was ich anbiete? Eine Sünde? Ein Geheimnis? Etwas Dunkles? Etwas, das du tief in dir bewahrst und nicht zu enthüllen wagst? Wir haben viel, viel getan. Okay, fangen wir doch mal an, da. Ich habe mit Roman geflirtet und das habe ich noch nie jemandem erzählt. Fangen wir doch mal damit an. Ich habe mit meinem Therapeuten geflirtet. Ich war nicht direkt untreu, aber ich glaube, ich wäre es geworden, wenn es sich ergeben hätte. Ein winziger Treuebruch? Kaum ein Häppchen. So winzig, dass es unsere Bäuche nie füllen würde. Machen wir doch ein bisschen weiter. Was haben wir denn noch? Dieser Mann in meiner Wohnung. Er wollte mich beschützen und ich bin schuld an seinem Tod. Nee, machen wir doch mal mit den Würstchen weiter. Ich wusste, Reza würde die Würstchen nicht mögen, die ich ihm damals zum Mittagessen gekauft habe. Ich tat es, weil ich die Routine satt hatte, weil unsere Beziehung festgefahren war. Nehmen wir doch mal die Würstchen als nächstes. Statt jemandem, den ich lieben und um den ich mich kümmern sollte, das zu geben, was er will, tat ich das Gegenteil. Und zwar, weil ich wütend war. Wütend um sich schlagen, na und? Hättest du ihm geschadet, dann wäre das was. Hättest du ihn getötet, hätte es uns vielleicht satt gemacht. Aber das ist gar nichts. Na gut, dann haben wir noch, Als Mr. London Baruti angriff, da habe ich ihm nicht geholfen. Ich hätte eingreifen können. Machen wir doch mal hier weiter. Ich habe nichts unternommen, um einen guten Freund zu beschützen, als er in Gefahr war. Das Äffchen fürchtet um sein Leben und versteckt sich in den Schatten. Die Scham ist honigsüß, aber sie passt in einen hohlen Zahn und macht nicht satt. Na gut, was haben wir denn hier noch? Nach unserem letzten Streit habe ich Reza zur Tür rausgehen lassen. Ich habe nicht versucht, ihn aufzuhalten, weil ich schon aufgegeben hatte. Ich habe unserer Beziehung nicht mal eine Chance gegeben. Mach mal hier mal weiter. Ich habe meinen Freund einfach durch die Tür und aus meinem Leben gehen lassen. Ich hatte ihn aufgegeben und uns. Feiges Äffchen hatte Angst, sich der Wahrheit zu stellen. Reue ist stark. Sie pulsiert wie ein schlagendes Herz. Anständiges Häppchen, ganz köstlich. Aber den Hunger stillt es nicht. Wir wollen mehr. Noch mehr, dann haben wir doch den Typ, der wegen uns gestorben ist. Dieser Mann in meiner Wohnung. Er wollte mich beschützen und ich bin schuld an seinem Tod. Ein Mann ist gestorben, wegen dem, was ich getan habe. Ich wusste nicht, wer er war, aber ich fühle mich verantwortlich für seinen Tod. Eine panische Entscheidung. Das Äffchen wusste nicht einmal, dass es eine Entscheidung trifft. Warum gibst du uns das? Es ist ein Krümel, nichts weiter. Viel mehr trotzdem, haben wir nicht. Wir nehmen dieses kleine Stück von dir. Es gehört jetzt uns. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern. Und ihr gebt mir den Seelenstein dafür? Nein, das tun wir nicht. Wir haben nichts versprochen. Der Seelenstein gehört uns. Wir brauchen ihn. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr nicht nur alle und alles vernichten, ihr werdet ganz allein sein. Wer wird euch verehren und fürchten, wenn keiner mehr da ist? Was kannst du uns sonst noch anbieten, Äffchen? Was kannst du uns von dir geben als Beweis, dass dies etwas bedeutet?
Ich weiß nicht. Du verlangst, dass wir das aufgeben, was uns sättigt und warm hält, und du kannst uns keinen angemessenen Ausgleich anbieten? Ihr habt recht, das kann ich nicht. Ich habe nicht, was ihr verlangt. Ich bin ein Mensch. Ich habe schreckliche Entscheidungen gefällt, aber ich halte nicht daran fest. Ich gehe weiter und lebe mit den Konsequenzen. Scham, Wut, Enttäuschung, Reue. Ich lebe nicht davon. Ich überlebe, weil ich loslasse, jeden Tag. Weil ich Hoffnung habe und an die Zukunft glaube. Nicht, weil ich zurückblicke. Die meisten Leute sind so. Und ich will einfach nur diesen Leuten eine Chance geben, ihre Entscheidungen zu treffen, gute oder schlechte, und weiterzuleben und zu lernen. Wenn euch das nicht reicht, dann habe ich nichts für euch. Und wenn ihr mir wenn ich dem ersten träumenden Wesen den Seelenstein nicht zurückbringe, dann stirbt Lux. Der Traum endet. Es wird niemand mehr da sein, um sich an uns zu erinnern oder an die Entscheidungen, die uns hierher gebracht haben. Von diesem Augenblick jetzt hängt alles ab. Das wissen wir, kleines Äffchen. Deshalb geben wir dir den Seelenstein. Aber im Gegenzug musst du eines für uns tun. Was ihr wollt, vorausgesetzt, dass ich es kann. Du musst dich an uns erinnern, wenn der Traum in dir ist. Die Welt braucht uns. Ohne die Schwestern, ohne die Jager gibt es keine Furcht, keine Vorstellungskraft. Jeder Traum braucht einen Albtraum. Euch könnte ich wohl nicht mal vergessen, wenn ich es versuchen würde. Ja, ich werde mich an euch erinnern. Gut. 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 Hier ist er, der Seelenstein. Nimm ihn. Benutze ihn, um Lux zu wecken. Wir hätten es selbst getan. Aber das kann niemand außer dem Träumeräffchen. Yay, wir haben den Seelenstein gekriegt. Wie komme ich dorthin? Jemand wird kommen. Ein pelziges kleines Ding. Es wird dir ein Reittier schenken. Geh zu Lux. Du wirst Lux spüren wie ein Licht im Dunkeln. Folge dem Licht. Rette den Traumträumerin. Werde eins mit dem ersten träumenden Wesen. Was bedeutet das? Du wirst es herausfinden. Und, schlaues Äffchen, hüte dich vor dem Zauberer der Lügen. Er macht Pläne, spinnt Intrigen. Er möchte die Welt umgestalten. Er trägt eine Maske. Er hegt Ambitionen, das war schon immer so. Doch jetzt... Es ist etwas in ihm. Es ist sehr gefährlich, kleines Äffchen. Hüte dich. Geh jetzt. So, dann ist es Zeit zu gehen. Wir haben den Seelenstein, wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Frage ist es nur noch, wie kommen wir hier wieder raus? Gucken wir mal. Wo hast du denn gesteckt? Ich hab's nicht so mit riesigen Monsterhäusern. Die mag ich nicht. Na, du bist ja ein miserabler Sidekick. Das krieg ich andauernd zu hören. Ich weiß ehrlich nicht, wieso. Echt? Lass uns doch zurückgehen und den wuscheligen kleinen Halbling suchen. Ich wette, der hat nicht auf uns gewartet. Ich wette, der ist längst weg. Sie lässt uns gehen. Tja. Was hast du getan? Wir sind frei. Zeit zu gehen. Ja, Zeit zu gehen. Danke, Träumerin. Finde Lux. Rette den Traum. So, wunderbar. Dann hätten wir das ja auch geschafft. So, und dann ist jetzt auch die Folge schon längst zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!